It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. Hallo und willkommen bei Kusis Deko-Tipps. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Wir holen uns jetzt einen gescheiten Haufen Laub und machen zwei coole Sachen damit. I can feel it in the air. It's getting colder, but yet so warm. Before we know it, it's Christmas Eve. Christmas Eve. Irgendwie, ich finde so ein Laub, so ein Herbstlaub, so schön. Und mir ist was eingefallen, was ich gerne probieren möchte. Es war, ist eigentlich so ähnlich wie das mit den Kerzenständern, mit Zimt. Mir hat das so gefallen, dass man das auf einen Nagel tut. Und jetzt habe ich mir gedacht, das Ganze machen wir länger. Sozusagen so ein Laubturm gemischt mit Orangen und Apfel ist dann sozusagen der Kerzenständer. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine? The flakes that become snow. And you might believe that everything is broken. Fragments of sentences. Just jagged lines across a barren sea. Are the shapes inside a sun dish the same as the arms of trees? And saying we're shelf what we used to be. Maybe we're smaller. Are we just smaller? Ich fühle mal die Lea. Die macht auch einen, damit wir schneller sind. Bevor es wieder dunkel wird, die Sonne geht da schon wieder unter. Es ist gemein. So süß wie du. Es riecht gut und es geht schnell und schaut super herbstlich und weihnachtlich aus. Also man kann das auch für den Herbst machen mit zum Beispiel nur drei so Kerzenständer und am Terrassentisch die haben oder drinnen wo. Das schaut einfach echt lässig aus. Lässig. Lässig könnte man noch als Wort sein. Riecht fast so gut wie mein Nelkenapfel. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht das noch. Man hat zwar wirklich nachher einen Zeigefingerweh habe ich gehabt nach den Apfel. So ein bisschen betäubt, gell? Aber es hat sich gelohnt, weil, wie gesagt, mein Klo ist der bestduftendste Raum im Haus. But the fire keeps us warm. We can spend the night. So tall, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first.
Schaut doch cool aus. Jetzt holen wir noch ein paar Fichtenzweige, damit sich der Kerzenständer ein bisschen abhebt von dem Braun. Everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for me. Jetzt ist er fertig. Unser Adventkranz, unser Weihnachtsgesteck, Herbstgeschenk, Geschenkgesteck. Wie auch immer. Aber somit habe ich auch noch eine Möglichkeit gehabt, was mit einer Ziegelform Cooles machen könnt, weil der Form macht das gar nichts, dass da jetzt vier kleine Löcher sind. Das sieht man kaum und von innen sowieso nicht. Also ich finde, das ist eine gute Idee, wie man das noch verwenden kann. Und jetzt, ich zeige euch etwas, was gern bei uns im Webshop bestellen könnt und wo es ganz einfach an eigentlich brandsicheren Adventkranz selber gestalten könnt. Das ist jetzt das wunderschöne Tableau, das man eigentlich das ganze Jahr hernehmen kann. Aber ich zeige euch jetzt schnell, wie schnell man das dekorieren kann. So einfach und schaut einfach dekorativ und schön aus. Ich würde sagen, wir geben das so ins Set oder auch als Set ein, das Tableau und lange Kerzen. Farbeauswahl kann man sich so aussuchen, was für Farbe. Aber natürlich, diese kacke Farbe passt perfekt zu dem Tableau. Und 10 so Orangenscheiben. Die Helligkeit lässt es noch zu. Wir probieren jetzt noch einen Laubkranz. Auf die Art habe ich das noch nie gemacht. Aber wir probieren das jetzt leer. Und helfen zusammen einfach. Von beiden Enden dann mal Laub aufstecken. Also wir dann jetzt nur auf den Draht, der allerdings relativ fest sein sollte, damit die Form dann auch schön ein Kreis bleibt. Das wäre sozusagen entweder ein Türkranz oder ein Kranz, den man hinlegt. Und sowas lieben wir, gell? Etwas, was einfach schnell geht. In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Also wir fädeln da jetzt echt von beiden Seiten und ich finde, das geht super gut. Die Lea von da und ich von da. Und man kann jetzt schon erkennen, dass das genial wird, gell, Lea? Einfach immer so am Bock zusammen da durchstecken. Und so. Perfekt. And I can promise Santa's coming to visit. Wow. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Jetzt werden wir das noch zusammenbinden und dann die Stiele ein bisschen kürzen. Und dann kann man das, dann stellen wir uns das drinnen, nehmen wir einen Kachelofen, dann drei Stabkerzen, also Kerzenständer mit Stabkerzen rein und das schaut dann gigantisch aus. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood. It was a pleasure, yes. Running away with you. We also ich finde, das ist genial. Nämlich einfach nur aus Laub.
irgendein Draht und nur Laub und dann entsteht so ein Kunstwerk. Das legen wir uns jetzt drin, dann nehmen wir einen Kachelofen und machen ihn so Feuer leer. In December, they play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Counting days until you're here. I've been waiting this whole year. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer light, but together we're alright. You know we're ready for Christmas. Fertig sind unsere Tipps mit Laub. Und das ist ein wahres Kunstwerk. Ich finde, das ist genial und schaut echt so cool aus. Sowas kann man auch ganz leicht mit Kindern machen, weil es ist so einfach. Man braucht da auch keine Feinmotorik, sondern man nimmt einfach das Laub und druckt es auf den Draht auf. Wir sind zufrieden, gell, Lea? Und es ist noch nicht einmal ganz dunkel und wir haben es geschafft, dass wir den die Bar noch herzahlen. Ich habe das auch noch nie in der Form gemacht. Ich mache immer den anderen Laubkranz mit den Eichenblättern. Den machen wir sicher auch noch, weil ich liebe ihn und den mache ich jedes Jahr. Aber das ist halt auch eine einfachere Variante. Das ist ganz, ganz einfach. Das kann jeder. Und man kann sie auch mit kleinen Lauben machen und den Kranz ein bisschen kleiner. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Gerne meinen Kanal abonnieren, wenn euch meine Deko-Tipps gefallen, weil dann kriegt ihr meine Videos immer gleich vorgeschlagen. Und wir machen jetzt in der Adventzeit immer zwischendurch Videos, wenn wir schnell Zeit haben, weil da einfach so viele Ideen entstehen in der Herbst- und Weihnachtszeit. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr bei uns im Webshop reinschaut. Da gibt es immer die ganzen schönen Accessoires, die wir so hernehmen. Und wir haben noch minus 10% auf alle Stauden, also alle winterharten Pflanzen, die im Winter, also nicht Sträucher, sondern Stauden, haben wir noch minus 10% bis Sonntag. Also, wenn es noch was da wird für Biene, Hummel, Schmetterling, dann gerne ein paar Pflanzen setzen. Jetzt ist beste Pflanzzeit im Herbst. Das geht jetzt so lange, der Boden noch nicht gefroren ist, kann man noch jederzeit setzen. Und was für die Artenvielfalt da. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ciao. Speaks to me through an open window, masquerading as snow.